Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Diablo 2 Resurrected. Weiter Richtung Diablo, weiter durch die Ebene der Verzweiflung. Der gute Isual, der müsste ja auch noch irgendwo abhängen. Und den Seelenstein, den müssen wir ja auch noch zertrümmern. Also gibt noch viel zu tun. Da kommt gleich schon wieder am Anfang das Gesindel, was es nur wieder will. Sündenkiller der Schinder, ihr mit euren Namen. Aber ich mag's. Was wäre es nur ohne das? Ach komm, jetzt fall um. Was will ich nur meiner Spur sparen? Ich kann's doch raushauen. Gibt's bei euch hier was Schönes? Eher nicht so. Dann tut's mir leid. Dann habe ich keine Zeit für euch. Ich muss weiter, dringend. Na, ihr habt's ja schön gemütlicher drin. Darf ich mich dazu gesellen? Ebene der Verzweiflung. Na, hoffentlich geht es uns nicht so. Am Schluss, wenn wir damit durch sind hier. Lasst mir meinen Mana. Oh, ich höre einen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Diamanten. Edelstein, meine ich. Ja, nehme ich mit. Wo geht's denn hier entlang? Die Stadt der Verdammten. Da will ich noch nicht hin. Aber schön zu wissen, dass es da weitergeht. Ich bin überladen. Natürlich. Wäre ja auch was Neues, wenn es nicht so wäre. Ich bin überladen. Ruhe jetzt. Wir wissen es doch. Ja, was ist hier los? Hier geht's schon wieder nach unten. Klein, aber fein. Oder zieht sich das doch noch um die Ecke? Das mit Isual, das war doch hier, oder? Findet Isual in der Ebene der Verzweiflung. Na wohl. Bin ich nicht ganz blöd im Kopf? Ich kann nicht noch mehr tragen. Was habt ihr zum Frühstück gehabt? Das ist ja nicht zum Aushalten. Euer Atem. Übel sowas. Zähne putzen. Müsste helfen. Ich bin überladen. Und ob du den mitnimmst? Ich bin überladen. Dann lass mich hier mal kurz ein bisschen im Gürtel aufräumen. Und oh, heute wird ein neuer Gürtel gekauft. Mit mehr Plätzen. Ich halte es nicht mehr aus. Oh, da habe ich doch wohl nicht etwa einen ledierten Schädel liegen lassen. Und noch ein Diamant. Was ist denn heute los hier? Aber gern mehr davon. Später könnte ich es gebrauchen. Wo ist euer großer Chef? Wo ist euer Anführer? Ich kann nicht noch mehr tragen. Macht mal Meldung.
zeig mir mal. Kann denn das Juwel etwas Besonderes? Ich bin überladen. Schaue ich mir gleich an. Na, die lasse ich so nicht einfach da stehen. Das nehmen wir mit. Wo schießt du drauf? Ach so. Und jetzt geht das Spiel mit der Ausdauer wieder los. Ich kann nicht noch mehr tragen. Giftfürsten, aber sie speien Feuer. Da ist wohl was schiefgelaufen. Evolutionäre Fehlentwicklung. Naja. Rasiert. Jetzt wird der Bereich hier unten doch noch breiter. Hätte ich's mal nicht angesprochen. Ich bin überladen. Brauche ich ja eigentlich nicht. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin schon neugierig. Portal. Ich brauche mal ein Portal. So. Dann schlürfe ich ja mal was weg. Kann ich mir ja gleich neu kaufen. Was soll's. Und identifizieren lassen wir den guten Deckard. Der macht's ja umsonst. Hallo? Halt, ich muss doch erst in die Truhe. Sonst bleibt doch nicht genug Platz. Ach ja, ich wollte ja die Edelsteine noch zusammenfügen. Kommt noch. Der hier oben, damit hin. Dafür habe ich auch noch Platz. Und da wäre auch wieder was möglich. Blau, aha. Und wie sieht's aus mit den Ringen? Kein weg, kein weg. Und das Juwel ist ja mal absolut unnütz. Oh. Vielleicht nehme ich die ja doch mal in die Hand. Mit den Werten hätte ich da jetzt nicht gerechnet. Okay. Dann eben so. Jamela. Was braucht ihr? Ein paar Tränke, wenn's genehm ist. Das kannst du mir aber noch abnehmen, verstopft mir nur die Taschen. Ich bräuchte... Moment, da passt noch einer. Davon und davon. Noch eine Reihe. Reicht mir. Ich bin dann mal wieder weg. Ah, Questlog Aktualisierung. Ich sehe euch selbst. Isual. Wo kam denn der Schaden jetzt her? Oh, nein, ist er wieder umgefallen. Das könnte dauern. Ich werde auf einmal so müde. Lieber mal wieder alles auffüllen hier. Du hältst aber auch was aus. Aber austeilen kannst du nicht wirklich. Da musst du noch ein paar Butterbrote essen. Sag ich dir jetzt mal klipp und klar. Verloren hat er nichts. Tja, Gute. Hallöchen. Na?
Sprecht mit Isuals Geist. Werd ich tun. Vorher brauche ich noch mal kurz ein schönes Bild hier. Dann kann ich mir das später sparen. Ah, genau so will ich's haben. So, können wir weitermachen. Isual, wie schaut's aus? Was gibt's Neues? Führer Elvanmar, mir zu vertrauen. Ja, ich habe Diablo unseren Brüdern von den Seelensteinen erzählt und wie man sie zerstört. Ich habe den großen Übeln geholfen, in eure Welt zu entfliehen. Der Plan, den wir vor so langer Zeit begonnen haben, kann von keinem Sterblichen vereitelt werden. Die Hölle selbst wird sich in eure Welt ergießen wie eine Flutwelle aus Blut und Albträumen. Ihr und eure Rasse, ihr seid dem Tod geweiht. Das wollen wir doch erstmal sehen. Da hab ich noch ein Wörtchen mitzureden. Glaube ich nicht. Sprecht mit Tyrael, um eure Belohnung zu erhalten. Belohnung. Immer gern. Dann nochmal zurück. Oh, Stadtportale bräuchte ich auch mal wieder ein paar. 6 Stück nur noch. Lebt wohl, Isual. Ja, tschüss. Man sieht sich. Reinhauen bis später. Danke, dass du Isuals gequälter Seele Frieden gegeben hast. Möge das Licht dich beschützen und mögen die Mächte des Himmels deinen Weg erleuchten. Wenn das stimmt, was du mir erzählst, hat man uns, fürchte ich, lange an der Nase herumgeführt. Isual hat Diablo und seinen Brüdern geholfen, mich dazu zu bringen, die Seelensteine gegen sie zu verwenden. Nun ist die Macht der Steine korrumpiert. Mit der vereinten Macht der Seelensteine können die großen Übel die Welt der Sterblichen in einen Vorposten der Hölle verwandeln. Hört sich nicht gut an. Kann man dagegen was tun? Jelani wiederbeleben, ja. Hat mir jetzt viel geholfen, der Typ. 2 Fertigkeitspunkte. Na, wo kommen die denn drauf? Wir brauchten hier drüben ja noch was. Einmal in den Lockvogel noch einen Punkt. Dann wird's später was mit der Valkyrie. Und da kann man sich jetzt noch einen Punkt aufgeladenen Schlag gönnen. Jawohl. Punkt drauf. Habe ich noch was, was in die Truhe kann? Nein. Habe jetzt nichts gefunden. Dann nochmal zur guten Dame hier oben. Seid gegrüßt. Komplett. Und komplett. Na Moment. Da sollte eigentlich ein Mana-Trank rein. Schon bin ich fertig. Dann mal den Rest der Ebene noch anschauen. Der Jelani ist aber auch ein eiskalter Typ. Jelani verkauft in seiner Freizeit übrigens Gelato. Schon gewusst? Einmal drumherum. Oh. Die ganze Zeit die falsche Fähigkeit. Ich wundere mich schon. Gut, gehe ich jetzt mal hier rechts vorbei. Jetzt fang nicht wieder damit an. Ich habe nur noch einen Trank. Den kann ich dich jetzt nicht schlucken lassen. Für Notfälle. Du weißt schon.
Dann atme durch. Ich lasse dir die paar Sekunden. Aber soll nicht zur Gewohnheit werden. Da oben müssen wir dann hoch. Also jetzt hier noch einmal nach unten. Einmal kurz nach links und dann geht's wieder hoch. Dann sollte alles erkundet sein. Dann können wir ins nächste Gebiet. Na kommt, versammelt euch. Angetreten. Schön in einer Reihe aufgestellt. Bing, bing macht's. Einmal da, einmal hier. Wieder alles Edelsteine. Mit ein paar Blitzen bringe ich euch zum Schwitzen. Und das ist schon eine Kunst für sich. Die, die hier in der Höllenumgebung wohnen. Das war's. Wir sind schon durch. Dann ran an die Treppe. Und geschaut, was oben auf uns wartet. Natürlich. Erst wieder durchatmen. Die Stadt der Verdammten. Aber hier war es doch jetzt nicht groß, oder? Ah, neuer Level. Neue Werte. Neue Fähigkeit. Weiß jetzt gar nicht, welcher Stufe wir brauchen. Was sagen denn die Zahlen? Stufe 27. Dann gibt es jetzt von mir 5 Punkte. Nochmal auf Vitalität. Und... tja, tja, tja. Ich würde gern so viel Punkte verteilen. Aber nur so wenig kann ich. Noch einen aufgeladenen Schlag. Damit es auch ordentlich Wumms macht. Leichenspucker. Nee, lasst mal sein. Das brauche ich hier nicht. Einfach so durch die Ketten durch. Na, bin ich nicht fies? Tja, da könnt ihr machen nichts. Spiel du mal weiter. Die passen da auch nicht durch. Oh, doch. Trifft sich gut. Na, hier scheint ein bisschen mehr los zu sein. Ich bin überladen. 12 Verteidigung. Nein. Lassen wir mal lieber sein. Ach, Spaß hat man mit euch auch nicht. Heiß, heiß. Aber es liegt doch überall was dazwischen. Ich muss einfach. Oh, das lohnt sich. Oh, das lohnt sich.
Einmal von der Seite, einmal ich von unten. Ich bin überladen. Und das war's dann auch schon wieder. Na, Moment. War zwar jetzt der Regenerationstrank, aber mir ich egal. Ich kann nicht noch mehr tragen. Oh, die ganze Ausdauer wieder weg. Dann kümmere ich mich mal um das Trankmanagement. Das kann dahin, das kann raus. Und das schauen wir uns später an. Och, wo ist denn hier der Eingang? Da oben. Muss ich mir das anschauen? Da steht doch eh nichts drin hier. Keine Truhe, bisschen Gold, naja. Schon wieder. Oh. Irgendwann kann es auch nerven. Da komme ich wieder nicht durch. Dann komme ich von der anderen Seite. Ihr werdet schon sehen. Wenn sie ganz nett wären, würden sie mir hier ein paar Ausdauertränke liegen lassen. Aber nicht mal das tun sie. Ach, deswegen dauert's. Dieses Kleingetier. Was soll denn das? Bringt doch eh nichts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das Teil ist wohl schuld. Macht das Spaß? Jetzt geht die Luzi ab. Ein Ausdauerschrein. Jetzt muss ich Meter machen. Ach, Manna, Manna, Manna. Glaubt doch wohl nicht, dass ich den Schrein jetzt wechsle. Nee, niemals. Sie haben Ungezieferprobleme. Und sie ist da. Einfach effizient. Oh!
scheint wieder irgendwo ein Nest zu sein hier. Oh, einmal gerade nach unten. Noch habe ich die Macht der leichten Füße. Also, anhalten! Ach, tja. Obenrum oder rechtsrum? Obenrum. Hier müsste dann eigentlich auch der Weg irgendwo nach unten zu finden sein. Ach. Auch noch was. Überall was zum Draufschlagen oder Drauftreten, kaputt hauen und ach, jetzt ist mein schöner Schrein ausgelaufen. Schade. Nichts von Bedeutung. Oh, da ist ja noch ein Wegpunkt. Hätte ich jetzt fast vergessen. Der wird mal sofort aktiviert. Rest schauen wir uns aber noch an. Schlüssel. Nehme ich auch mal wieder ein paar mit. Oh, dieses Ausdauer-Elixier kommt in die Tasche. Brauche ich doch nicht. Dann lassen wir es liegen. Dann passt das doch auch wunderbar mit der Zeit. Können wir dann in der nächsten Folge unten weitermachen? Aber anschauen, was uns da noch erwartet, werden wir schnell noch. Komm, ein paar Meter musst du noch rennen. Dafür wird es ja wohl noch reichen. Der Flammenfluss. Heiße Geschichte, aber das gibt es dann beim nächsten Mal. Für heute sind wir durch und ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.